So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Euro Truck Simulator 2 natürlich. Und guckt mal so leicht um die Ecke. Guckt mal leicht so um die Ecke, was seht ihr da? Einen neuen LKW. Ach, was ist ein neuer LKW? Neue Lackierung für einen LKW. Guckt es euch an. Wir drehen uns weiter. Hui. Leute, ich wollte das mit der mit der Flycam euch mal den LKW zeichnen, aber irgendwie funktioniert es nicht. Ich fliege immer im Weltall. Und wenn ich hier die Maus zurückdrücke, geht es auch nicht. Da guckt mal. Neue Hängerlackierung. Ich muss euch das mal jetzt so zeigen. Irgendwie mit der Flycam geht es irgendwie heute nicht. Ich weiß auch nicht. Jedes Mal, wenn ich hoch will, dann fliege ich, bin ich in den Himmel. Ich weiß auch nicht, wie man das langsam einstellt. Keine Ahnung. Ja, guckt mal. Neue Lackierung und viele Daumens hoch, ne? Müsst ihr auch mal, guckt mal hier oben auf den Tach. Das leuchtet im Dunkeln. So, jetzt noch von der Seite. Und glänzen tut's auch. Guckt hier auf den Tach. Dann da hinten. Und hier nochmal auf der Seite. Kriege ich das nochmal besser hin? So. Hier auf dem Spiegel. Guckt mal, da steht's auch alles. Da oben noch mal. Ja. Schade, dass ich es mit der Flycam nicht hinkriege. Irgendwie. Irgendwie. So. Starten wir mal einen Motor. So, mache ich mal ein bisschen Licht. Fernlicht an. Festbeleuchtung. Festbeleuchtung. So. Machen wir den Motor mal wieder aus. Dann steige ich mal ein. Oh ja, guckt mal, da ist Garfield. Da ist Garfield, Schwampbob, Patrick und zwei Minimens. Ja, mein blödes Laster, da liegen auch welche davon, aber auch schöne Mentos, ne? Eigentlich war hier auch noch was. Hier war eigentlich auch noch was. Ist weg. Eine Kühlbox und eine Miezekatze. Ich habe jetzt auch eine Begleiterin. Eine Miezekatze. Guck. Schön. Schöne Miezekatze. Ja, und was ich nicht verstehe, das Navi hier habe ich gar nicht gekauft. Das war auf immer da. Gut, das ist ein älterer Volvo, ne? Aber ich finde den schön. Hier ist ein Totenkopf. Schädel, Entschuldigung. Schädel. Auf dem Spiegel steht das auch noch mal alles mit YouTube und so. Schön, oder? Wir haben aber immer noch keine Bettwäsche. Was mir jetzt mal eingefallen ist, genau, wir fahren jetzt in die Werkstatt und wir werden das Edelnavi wieder abbauen. Das, weil das stört mich, das stört mich. So, nein. Was wollte ich jetzt? Achso, ja, in die Werkstatt. So, würdest du mal bitte ranzoomen? Wie spät meine Maus? Also entweder nichts an der Maus oder. Ach so, wir haben schon den Weg geebnet. Leute, ich muss. Nee, Moment. Ich muss noch was einstellen, Leute. Der Motorsound ist ein bisschen arg leise. Motor-LKW. Wir machen den mal ein bisschen höher, so. Und auch einen Auspuff machen wir ein bisschen höher. Gesamtlautstärke lassen wir so, aber das machen wir mal ein bisschen höher hier. Ja. Man hört ja gar nicht den Effekt. Genau. Den noch was jetzt hören. Ja, hier. Wenn wir das Fenster drauf machen. Ja, da hören wir schon mehr. Jetzt überhaupt das Licht an? Was ist denn hier vom Verkehr heute? Ach ja, wir sind ja in München, Leute. Wie gesagt, das ist mein Zweit-Account hier. Und da spiele ich ohne Pro-Mods.
Und ja. Ich muss mich mal noch ein Stückchen weiter hintersetzen. Aber ich lasse es so. Und dann links abbiegen. Oh, wir sind doch schon hier. Nee. Nee, der Werkstatt ist da hinten. Hier endet es. Nee, der Werkstatt ist hier. Ja, wir sind in München, Leute. Da kenne ich mich noch nicht aus. In München kenne ich mich noch nicht aus. So, es zieht ein bisschen. Wir machen eine Scheibe wieder hoch. Irgendwie sieht man die Scheibe gar nicht. Da geht zwar eine Scheibe hoch, aber will ich noch mal gucken hier. Hier fehlt eine Scheibe. Wir haben eine unsichtbare Scheibe. Okay. Ich weiß zwar, dass man durch Scheiben durchgucken kann, aber dass man sie nicht sehen kann, das ist auch lustig. Oh ja, gut. Na dann. Dann gucken wir mal. Wartung. Ja, ich hatte, bevor ich das Video aufgenommen habe, habe ich einen Unfall gehabt, Leute. Es tut mir leid. Ja. Und zwar, was wollte ich jetzt machen? Ah ja, Innenraum, das Navi wollte ich wegmachen. Das hier. Weg. Genau so. Genau so ist besser. Weil, was wollen wir hier mit drei Navis? Wir haben ja das Anzeigenavi und das eingebaute. Was wollen wir mit drei Navis? Nee. Brauchen wir nicht. Guckt mal, jetzt, was mal auf, Leute. Ich mache jetzt die Flycam an, ne? So, dann drücke ich nach oben und schon sind wir im Himmel, euch wo. Ich weiß nicht, was das ist. Nach unten geht's gar nicht mehr. Nach links und rechts geht's auch nicht. Das funktioniert noch. Aber sobald wie ich nach oben drücke, bin ich hier oben. Ja. Weil wie funktioniert meine Flycam nicht? Oh, jetzt gibt. Warum dreht sich das nicht? Schön wäre es, wenn sich das drehen würde. Die machen einen Krach hier. So, gut. Eigentlich gefällt mir das Lenkrad auch nicht. Ich möchte wieder das Schwarze, aber wir lassen das jetzt erstmal so. Was ich noch mache. Ach, jetzt sind die Lampen auch wieder aus. Warum sind die jetzt wieder aus? Setzen uns noch ein Stückchen zurück. Ja, ein bisschen mehr Überblick. Würde ich sagen. Genau. Ja. Naja, ist auch ein bisschen weit, ne? Weit, wir drücken mal. Ja, so geht's. Ja, da sehen wir ein bisschen mehr. Vielleicht ein bisschen noch da gucken. So, eventuell. Nee, wir lassen es so. So, was war jetzt mein Plan? Wir haben uns zurückgesetzt. Gut. Ich würde sagen, wir suchen uns mal Clean Auftrag. Ja, und zwar hier. Ja, in München sind wir jetzt, wie gesagt. Ach ja, ich habe ja was gesehen. Fahrt vorsichtig. Machen wir. Ach so, und ich habe Helga mal freigegeben. Wir nehmen jetzt den jungen Mann mit. Als Begleiter. So. Warum sehe ich denn die Lampe nicht? Müsste eigentlich eine grüne Lampe leuchten, wenn ich mein Licht anhabe. Jetzt ist es an. Ich sehe ja keine grüne Lampe. Nur die Fernlichtlampe sieht man. War ja nicht immer eine Lampe. Ach so, ist ein anderer Volvo jetzt. Ja, stimmt. Na gut. Jawohl. Biege nach rechts ab.
Demnächst links abbiegen. Ja, wir haben jetzt den Jungen. Nach links ab. Wir haben jetzt den jungen Mann mit. Wie alles da vorne wackelt. Schön, ne? Wackelbackel. Ne, Wackeldackel haben wir nicht mehr. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Wieso bin ich denn da jetzt eigentlich hingefahren, Leute? Wir müssen doch eh woanders suchen. Ach ne, kann man auch, oder? Ach, da haben wir es freigeschaltet. Da haben wir es einmal freigeschaltet. Habe ich jetzt die Scheibe offen? Ne? So. Biege nach rechts ab. Kommen wir hier aufs Gelände, was eigentlich sinnlos ist, aber oh ja. Wir sind heile angekommen. Haben wir es freigeschaltet. So. So, Frachtmarkt. Frachtmarkt. Ja. Ja, Frachtmarkt gibt's nix. Ja gut. Dann ist das wahrscheinlich bloß hier, ne? Oder? Doch jetzt, sag er doch. So, München, das ist eine Eierlieferung. Wow. In der 25 Stunden fahren wir jetzt nicht. Das ist Ehe. Aber auch keine 19 Stunden. Wir fahren nach Nürnberg, weil Video heute mal ein bisschen kürzer halten, noch ein bisschen. Machen wir 3 Stunden. So. Zeit zu gehen. Du bist wie Helga. Also du bist echt wie Helga. Die will auch immer nur gehen. Wir haben ein LKW und müssen immer gehen. So. Wo lenke ich ihn hier um? Wieso? Achso, ja, wir haben unseren eigenen Hänger, stimmt. Aber ich glaube, ich werde das schwarze Lenkrad holen. Schön, wenn man so in den Spiegel guckt, ne? Da sieht man YouTube und das Däumchen. Dürft ihr nicht vergessen. Ich habe jetzt so einen Truck, da ist immer ein Däumchen hoch. Nein, das ist kein Muss. Ihr könnt das tun. Und schön wäre es, wenn ihr es tut. So, wie gesagt, das ist wieder eine Lackierung. Die habe ich von Silvia. Ich wollte gerade mit einem Mann anfangen. Von Silvia und Stefan gemacht bekommen. Ja. Wie gesagt, wenn ihr auch was in der Art haben wollt, also nicht natürlich nicht das gleiche, ist logisch. Ja, meldet euch einfach im Discord. Achso. Biege nach links ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Aber ja, Silvia und der Stefan, die haben mich schon wieder vorgewarnt. Die haben schon wieder was Neues auf Lager. Oder sind dann am was Neues basteln schon wieder. Also gibt's wieder bald eine neue Lackierung, Leute.
Uiuiuiuiui. Jetzt habe ich auf den Totenkopf geguckt. Bin nicht gelenkt. Ich habe den Totenkopf. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ich habe den Totenkopf beobachtet. Biege nach rechts. Oder Totenschädel. Biege nach links ab. Ich mach Sachen hier. Unterbetreuer. Wir sind fertig. Bin ich manchmal auch. So. Dann würde ich sagen, holen wir unsere Frachtpapiere mal ab. Das war nach Nürnberg, ne? Und zwar das hier. Bing. Ach, oder Jens da hinten. Leute. Da wird doch nicht eingeparkt, oder? Kann nicht weiter lenken. Komm rum, komm rum. Aber jetzt. Das da oben ist ein Smiley, falls ihr euch fragt. So. Das Jubel müsste ich auch mal ausmachen. So, hängen wir mal an. Lassen wir uns noch beladen. So. Dann können wir loslegen. Los. Hab ich doch gesagt. Ich will nicht gleich wiederholen. Was meint das dazu? Biege nach links ab. So, auf geht's. Oder auch nicht. Immer geradeaus. Ja, wir sind ja in der Stadt, das sind mehrere Ampels. Das, da war ja was.
rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Biege nach rechts ab. Aber ich vermisse meine Helga schon, aber die brauchte mal Urlaub. Die war am Ende. Durch meine Fahrweise war die am Ende. Die brauchte unbedingt Urlaub. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Die war am Ende. Immer geradeaus. Naja, freilich, bei meiner Fahrweise war die voll am Ende. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. War voll am Ende. Die gute Frau. Ja, was wir entdeckt haben, ja, wir haben ein unsichtbares Fenster. Und wie schon gesagt, ich weiß, dass man durch Fenster durchgucken kann, aber dass die gleich unsichtbar sind. IDCC. Ja, wie gesagt, wir fahren hier ohne Pro-Mods. Tja, es läuft gut. Wir fahren nur mit den Lackier-Mods und Innenraum-Mods und ja, außer nicht mit Pro-Mods. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Aber was ich noch nicht eingestellt habe, Leute, Motorbremse. Aber ich weiß auch gar nicht, wo ich die belegen soll. Das komm ja nicht raus. Wollten uns nicht rauslassen. Warum ist der eigentlich? Ich hab eigentlich hat er jetzt 750 PS. Na ja, gut, man weiß ja nicht, wie hoch die Steigung ist.
rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Oh. Immer geradeaus. Bob, Bob, Garfield. Bitte rechts halten. Garfield. Da hängt das so rum. Bitte links halten. Wir bräuchten ja noch irgendwie eine Innenbeleuchtung. Ne? Gibt es da nicht noch eine Mod? Dass man die Armaturenbeleuchtung ein bisschen besser sieht. Weil ich denke, ich habe gar kein Licht an. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Irgendwie ist die Stimme nervig. Entschuldigung an den Sprecher, der das gemacht hat. Irgendwie, oder haben sie eine Computerstimme genommen? Ich weiß es nicht. Ja, meine Stimme ist auch nicht. Aber. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Nürnberg. Mizi schläft noch. Schläft noch. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Und fahr mit deinem Wohnmobil, Mensch, Junge. Doch. Immer geradeaus. Nee, geht nicht. Immer geradeaus. So. Was? Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Biege nach links ab. Oh, gleich hier, bitte.
Durch die blöden Hecken sieht man nichts. Sie sind am Ziel angekommen und ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Wir müssen mal die Hecken schneiden hier und nur im Berg. Das sieht man nicht. Stimmt nicht. Müsst ihr eigentlich mal den Hänger abhängen. Dass ihr mal dann. Ja, wir müssen die Fracht mal abliefern. Können wir ja mal einen Hänger abhängen. Dass ihr mal noch was anderes seht. Erstmal müssen wir eine Fracht abliefern. Uiuiui. Oh, ich bin nur zu langsam zu lenken. Es kann auch sein, dass meine Lenkung viel zu schwer geht. Und mit der leichten Lenkung, wenn ich die auf leicht einstelle, das funktioniert immer nur, sagen wir mal so, dreimal ins Spiel gehen und dann ist die wieder umgestellt. Das aber. Beim Fahren stört es nicht. Es stört einfach nur beim Einparken, dass die so schwer geht. Ein bisschen noch. So, stopp. Aus. Oder aus. Gehen wir mal ab. Ich wollte. So, fortfahren. Nee, ich will hier. So, jetzt könnte man ja eigentlich den Hänger abhängen. War das nicht mit D? Ja. So. Dann guckt mal. Da steht noch auf dem Goldflügel. Steht auch noch mal ein Däumchen hoch, also nicht auf dem Gottfried, sondern da steht noch mal mein Name. Dann hier auf der Verkleidung auch noch mal. Und hier hinten ist das Däumchen. Und auch noch mal mein Name. Cool gemacht, oder Leute? Cool. Gut, ihr Lieben, somit bedanke ich mich. Macht den Motor aus. So, ihr Lieben, so bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen an euch und... Eine Zeit, gute Fahrt und tschüss.